fangen schon wieder an, das kann nicht sein! Nein, nein, bist du sicher, dass man... Okay. Nein! Ich bin ein bisschen zu hoch gesprungen, Junge! Nein, oh, sag doch, dass am Ende eine Bremse ist, du Lappen! Bringen wir das. Micha! Nein! Dadurch, dass du nichts gesagt hast, hast du dadurch gesagt, dass... Ja, bei gar keinem Punkt dann! Können wir bitte die Map abbrechen? Ich sag die ganze Zeit, ich versuch ganz oben zu fahren und du pimmelst dann genau da rein, Mann! Nein! Verpiss mich, ihr Junge! Wieder dabei bist. Heute ist wirklich ein legendärer Tag. Die Lures waren nämlich die absolute 0%-Challenge. Mopeten-Micha hat es möglich gemacht. 59 Leute haben es schon versucht. Bisher hat niemand diese Map geschafft. Vor einem Monat habe ich schon mal reingeschrieben. Noch nie einer beendet. Sass. 0%. 13 Kilometer. Troll of Justice höchstwahrscheinlich. Gemeinsam mit Deko. Ein wunderschön. Hasta la bon. Hallo Muchachos! Schön, dass ihr wieder am Start seid und euch darüber amüsieren wollt, wie wir verzweifeln an dieser 0% Map. Ich freue mich, ihr freut euch auch und let's see, was hier auf uns zukommt. Wir starten mit der Fagio und hoffentlich verwandeln wir uns gleich. Oh no. Ich sehe noch keinen Verwandlungspunkt. Boah, aber 60 Leute, ja? Noch nicht einer beendet. Das ist schon crank, oder? Digga, bei 60 Leuten ist das schon. So krass, ja. Dass ich mich frage, warum du sie angemacht hast. Also ich habe sie schon seit locker einem halben Jahr da. Aber oh, die sieht cool aus, ne? Dieser, ist das ein Cheater? Ficken, ich wollte gerade absteigen, ey. Sieht echt fresh aus. Scheiße. Also wie gesagt, ich habe diese Map schon super, super, super lange in meinem Portfolio und dachte, okay, irgendwann müssen wir sie einfach mal starten. Und oh, hier sehen wir jetzt den ersten Shit. Es ist jetzt soweit, Muchachos. Mopeten-Micha ist bekannt dafür, heftig zu trollen. Wirklich heftig. Ja, stimmt. Willst du einmal respawnen und schauen, ob das alles Fake-Punkte waren? Das waren alles Fake-Punkte. Ey, stell dir vor, es sind einfach wieder weg am Start, Alter. Ey, stell dir mal vor, man muss wirklich alles wieder von vorne machen, ne? Digga, das kann ich mir bei Mopeten mich ja wirklich gut vorstellen. Muchachos, bevor wir jetzt gleich... Oh, ich bin falsch gefahren. Bevor wir jetzt gleich auffahren, sage ich schon mal, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit, guten Hunger, guten Durst. Gute Nacht, ja. Guten Feierabend, guten Dienst, guten Rauch, guten Dusch und guten... Dankeschön, auch gute Besserung. Hallo. Dass es euch gibt, unterstützt uns gerne bei Instant Gaming, geil günstige Games, Triebwerk, euer Gaming Booster und natürlich auch Merchandise. Vielen, vielen Dank dafür. Oh yeah. Und jetzt genug Werbung gemacht, jetzt wird hier Skill gezeigt, hoffentlich. Aber bisher, Digga, wir sind schon bei 9 von 28 und fahren den ganzen Bums einfach nur ab. Haben wir am Ende vielleicht einfach nur... Ein Punkt. Vielleicht ist es ja Troll, alles, dass wir die Scheiße fahren müssen. One-Pointer. Das wäre krass. Willst du einmal bitte respawnen? Nee. Bitte respawn einmal. Bitte. Nee, mach doch selber. Also ich bin jetzt verwandelt. Ich respawne jetzt einfach mal. Oh! Baby! Digga, ich habe auf jeden Fall die Balls of Justice. Ja. Ja, wie? Was? Ja, wie? Also Transformpunkt ist nicht immer 100% safe. Ja, aber dann kommst du zu dem dahinter. Der ja gerade einen Meter vorher war. Heaven. Balls of Justice, Alter, so richtige Murmeln hast du, ey. Ja, der sich nicht traut. So richtige, ich hab kleine richtige Murmeln Maiskorngröße. Ich weiß leider nicht. Aber Maiskorn ist nicht nur nicht Marvins Eier, sondern Marvins Hoden, Alter. Da sind noch zwei Eier drin. Ich hab dir leider nicht zugehört, aber wahrscheinlich eh wieder einfach nur Brainfart. Hab nichts verpasst. Digga, was ist das hier schon gebaut, Alter? Was ist das hier schon gebaut, ey? Was ist das hier schon gebaut, ey? Ich glaube, ich muss gleich erstmal Monster holen. Oh, aber ich habe noch einen richtigen, dann einen grünen. Okay, oh nein, oh darüber. Ach, scheiße, Mann. In welchen denn? Ist die blau und schwarz? Ich nehme erstmal den blauen. Hallo? Wow, okay. Das, wow, ich glaube, das müssen wir dreimal machen, oder? Wollt ihr mich verarschen? Digga, das muss doch nein. Wahrscheinlich ist das alles nein. Falsch. Nein! Ey, ich wollte rüberspringen, dachte mir, nein, ich will doch nicht und dann habe ich verkackt. Schöne Erklärung, muss ich sagen. Echt. Schöne Erklärung. Ich dachte, ich mach's jetzt, aber dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich zu langsam und sollte es doch nicht machen und dann war ich aber schon zu weit in der Bewegung drin. Ey, nein, wir müssen den ganzen Bums auch zurück, oder?
Fahr rein, los. Digga, du machst das sofort? Digga, ich fahr einfach unten raus! Nein! Weil ich dir zugeschaut habe, ey. Boah, ey, das ist aber böse! Also herzlich willkommen zum ersten Punkt. Warte mal, wir haben als nächstes 15. aber... Wo ist denn der nächste Verwandlungspunkt? Ist irgendwo oben, unten? Müssen wir die Scheiße gar nicht fahren? Ist das alles ein Troll? Bin ja bei sowas immer wirklich, etwas genauer. Müssen wir die vielleicht den schwarzen fahren und gar nicht den blauen? Wir müssen blau zuerst rein, oder? Ja. Okay, blau habe ich, blau habe ich. Und jetzt als nächstes schwarz, oder? Will ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt in blau. Wobei, kommen wir auf blau habe ich auch. Wo kommen wir denn? Wir kommen von orange. Orange, okay. Ja. Und jetzt nur schwarz. Und dann wieder in orange, glaube ich. Scheiße. Oh, ich habe schwarz. Oh. Alter. Okay, ich bleib erstmal hier. Okay, warte, ich versuche jetzt in orange reinzuspringen zurück. Bist du sicher, dass man... Okay. Nein, ich bin ein bisschen zu hoch gesprungen, Junge. Nein. Alter. Das ist doch... das ist doch brutal, Mann. Geil, Digga. Ich stehe auf so eine kranke Scheiße. Das kriegen wir hin. Du warst gerade schon beim dritten. Also hättest du ja nur noch einen schaffen müssen. Deswegen, du warst ja echt kurz davor. Ja, und seitdem habe ich nicht einen einzigen mehr geschafft. Ja, ich auch nicht. Wir müssen da also wieder so ein Groove reinfinden. Groovy. Tick mich, ey. Schön oben fahren, damit man die Scheiße sehen kann. Ja, Nummer 1, check. Einfach direkt weiter in schwarz. Ja, schwarz habe ich auch. Digga, nur noch orange, Digga. Nur noch fucking orange. Gönn dir orange, Junge. Ich gönn dir auf jeden Fall orange. Okay, genau an der Stelle. Okay, warte. Und ich warte, bis du hier bist. Ich habe gerade zu viel Angst, dass mich irgendwas einfach triggert und stört. Nein! Ja, ich spring jetzt. Nein, das war wieder zu früh, ey! Digga, warum ist denn dieser letzte denn so komisch, Alter? Also ist der komisch oder ist wir komisch? Also bin ich komisch? Ja, ich glaube beides. Sowohl als auch. Aber der ist doch genauso angedingst wie der Rest auch, oder nicht? Das weiß ich nicht. Es muss doch eigentlich von mir kommen. Oh, Baby. Ich will aber auch immer direkt rüberspringen, ne? Zumindest haben wir schon mal die Hälfte geschafft, Deko. Ja, die... Die ersten drei Tries, genau das. Die ersten drei Tries habe ich bei dem langen, schmalen Ding verkackt, Alter. Bevor du schaffst den ganzen Bums und fährst dann mal raus, ey. Da musst du dich aber konzentrieren, ich war gerade nicht konzentriert. Eigentlich ist das ja easy, wenn man konzentriert ist. Nein, ey! Oh! Ich war ein bisschen zu langsam, das Timing war eigentlich gut. Ah, okay. Ich war ein bisschen zu langsam, ich war dran und bin dann runtergerutscht. Ja, okay, ja. So geht's mir schon die ganze Zeit. Digga. Blau. Ich warte. Schwarz. Digga, ja. So smooth, Alter. Digga, so mach genauso weiter. Beide Wechsel waren so smooth, Alter. Blau. Warte, ich muss noch eine Runde drehen. Ja, lass die Zeit. Ja! 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 Okay, fahr deine Runden, dass ich du... Ich hab Angst, Leute, ich hab Angst. Ich hab verkackt. Sehr schön. Jetzt ich fahr zur gut. Spirale. Ja. Ich fahr zur Spirale. Fahr nach oben. Hier sind Hindernisse dann drauf, in der Mitte ist eins. Fahr, wenn du oben bist, bremst ab und fahr alles rückwärts. Oh, hier ist ein Loch drinne. Wie ein Loch? In der Mitte der Tube. Die Tube besteht aus drei Teilen, in der Mitte ist ein Loch. Also du musst da langsam ankommen. Moin, da steht so nach oben Moin von ihm, ne? Digga. Wahrscheinlich ist diese fahrende Mauer ist ein Hoax und da ist einfach eine unsichtbare Mauer oder irgendwie sowas. Du musst irgendwie hier noch runterspringen oder... Micha! Ey, sei nicht so verkackt! Ey, Deko, nein! Ey, da war eine Bremse. Ey. Da war eine Bremse. Oh. Ey, Digga. Ey, Mopeten-Micha, ey. Ich hab den ganzen Scheiß bis dahin rückwärts gemacht und dachte dann, ich weiß nicht, ob ich den Sprung rüber schaffen kann rückwärts.
Vielleicht bin ich da zu langsam. Digga, ich sag doch alles rückwärts machen, Brudi, alles. Digga, ich wusste nicht, ob ich den Sprung rückwärts schaffen kann. Bin extra noch mal in die scheiß Tube wieder reingefahren, um mehr Anschwung zu haben, Alter. Oh, vielleicht muss ich mal bei Schwarz anfangen. Ich muss irgendwas ändern, aber ich kann nicht mehr auffahren. Das geht nicht, wenn wir zu zweit hier sind. Ja, stimmt. Digga, aber es ist einfach. Ich hab auch verkackt. Es ist einfach Mopedenmecha, ne? Er ist einfach der. Oh. Der Trollkönig. Digga, fick dich, Alter. Ich bin wieder in Orange, ey. Nein, warte, ich mach das jetzt hier. Okay, mach das, los. Mach es wahr, ey. Du kriegst den Try. Kannst du da gleich weitermachen. Los, los, ja! los. Digga, jetzt los, kann ich eigentlich gleich mal verkacken. Warte mal, in der Mitte war noch ein Hindernis. Ja, Micha, fick dich, Junge. Bin sofort wieder da. Langsam. Uah, nicht ins Loch. Rückwärts. Das Ding fährt hoch. Das Ding fährt wieder runter. Ich fahre rückwärts. Ich bin drüber! Und ich bin im Verwandler! Verwandler? Nein. Können wir bitte die Map abbrechen? GZ-Deko? Ja! Dann kann ich auch mal weitermachen. Leider, ich will nämlich eigentlich gar nicht weitermachen, weil das wird ja brutal krank, Alter. Oh, Scheiße, ey, das ist gerade so, ich war so im YOLO-Modus mit Chachi, deswegen das musste ich mitnehmen, auch wenn Marvin schon rausgeflogen war. Ich war so im YOLO-Modus, einfach sofort wieder geschafft. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also der YOLO-Modus war es, ja? Ey, aber jetzt mit dem Rune... Neues Auto anscheinend. Mit dem Rune? Was ist der Rune, Digga? Deswegen sage ich ja neues Auto. Der sieht genauso aus wie der Shiburek von der Form her. Aber? Ja, aber es steht nicht Shiburek drauf, sondern Rune. Okay, also auch so ein Lego-Auto. Ja. So ein Klotz-Auto, aber, okay. Oh fuck, nein. Alter, Scheiße. Ich dachte gerade, es geht eigentlich. Vom Fahrgefühl her. Aber, also, mit der Geschwindigkeit, die er selber hat, ist es am Wallride schon schwierig zu lenken. Okay, das kann ja was werden. Den Speed, den ich... Ah, Scheiße! Ich dachte gerade, gute Anzeichen, aber... Sie wurden zerstört. Dankeschön, Mopeten-Micha. Aber eine neue Karre? Also, so neu kann sie nicht sein, weil diese Map ist ja schon ordentlich alt. Ja? Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe die Map seit locker einem halben Jahr in meiner Liste und habe mich einfach nie getraut, weil ja, die Prozentpunkte sich einfach... Also, merkt man jetzt ja auch, die Prozentpunkte einfach zu krank waren, ey. Ja, ich wünsche mir auch, du hättest sie nicht ausgepackt. Nein! Ich hab vor dem Punkt verkackt! Digga, schon beim nächsten Punkt? Digga, ist doch geil, wenn du so schnell. Nee, so schnell, es wäre garantiert ein Fake-Punkt. Ist zwar in der Tube, aber ein großer, aber danach kommt noch ordentlich was. Okay. Also, es wäre garantiert ein Fake-Punkt, aber zumindest erstmal das erste. Du kommst weiter, sagen wir mal so. Ich bin mal gespannt, wann ich das hier hinkriege. Oh! Digga, die Karre rutscht aber schon des Todes. Also sie ist eigentlich nicht zum Wallride-Fahren gemacht. Okay, ich bin jetzt in Schwarz. Schauen Digga, wie ich einfach nicht hochkomme, Alter. Ein bisschen mehr Speed ist es auf jeden Fall, aber alter Schwede. Oh! Okay, ich bin in der Tube. Oh, ich hab nein. Angst vor dem Rückweg, ey. Du brauchst Angst? Vor dem Rückweg! Ja, Rückweg wird easy. Du weißt ja, alle, also die Falle kennst du von mir. Und nee, eigentlich mehr musst du nicht wissen. Okay, und die Pylone, da kann ich super langsam fahren, ne? Du fährst mega langsam. Du musst langsam fahren, weil du sonst in das Loch in der Tube reinspringst. Okay, und davor waren aber auch schon Hindernisse auf dem Ding, ne? Es war eins in der Mitte, aber ziemlich breit. Da bin ich einfach ganz oben gefahren am Rand. Oh, ich hab so Angst in der Hose. Oh nein, ich muss jetzt gleich über diese Betonkisten fahren. Wahrscheinlich ist das so ein Teil, dass es so breit ist, dass ich gerade eben drauf passe. Oh no. Und die Punkte waren garantiert Fake-Punkte, hundertprozentig. Okay, ich bin wieder in Schwarz. Gerade läuft's echt besser, weil ich es mit mehr Speed mache. Speed! Fick dich, Mopeten-Micha, Digga. Fick dich einfach. Und wieder zu schnell! Ich glaube, die sind aber auch so leicht angeschrägt, ey, die ganzen Dinger. Nein!
Nein! Wo bist du, Junge? Weg meine Eier, du bist so ein schlechter Mensch! Oh. Digga! Ich. Herzlich willkommen bei einer Map vom Mopeden-Micha. Digga, du kannst echt. Ey, sobald ich beim nächsten Punkt ankomme, wird rückwärts gefahren, Alter. Du kannst einfach. Nein, ey. Ey, fick meine Eier. Digga, war das so eine hinterhältige Scheißaktion, Mopeden-Micha. Er schafft aber auch immer wieder. Ich hab's dir doch gesagt, Alter. Immer rückwärts fahren, Digga. Immer. Alter. Ey, Digga. Ey, ey. Alter, wie hinterhältig er einfach ist, ne? Alter. Digga, er ist wie so ein Mensch, der so eine offensichtliche Falle stellt. Du dribbelst die aus und freust dich, machst einen Schritt nach rechts und bist einfach in so einer afrikanische eingeborenen Fußspeerfalle, Alter, und dein Leben ist beendet einfach instantly, obwohl du dich gerade noch gefreut hast. Digga, war das wieder so ein Triple-Troll oder was? Ey. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen will, weil ich nicht wissen, ob ich dir den Spaß vermiesen soll. Ja, erstmal muss ich bis dahin hinkommen, ne? Also das ist ja das erste Ding. Oh, okay, immerhin bin ich jetzt wieder in der ersten Tube. Ey. Fuck, ey. Digga, über so einen Konzentrationsparcours rüber mit der Karre. Dann über so Betonkisten, die eigentlich zu schmal sind, um drauf zu fahren. Wo zwei so Schilder hoch und runter fahren. Da bin ich dann Fullspeed rübergedingst, hab mich gefreut, dass es geklappt hat. Und in der nächsten Sekunde unsichtbare Rampe mit Speed oben hinter. Da war ein Zeppelin in der Tube, deswegen konnte ich das Loch oben nicht sehen. Der Zeppelin das Loch verdeckt und ich werde einfach durch das Loch oben rausgefolgert, Alter. Das ist geil, ey. So ein Troll kenne ich, ey. Egal, also ich kann dir vieles sagen, aber geil ist das nicht. Okay, bin wieder in Schwarz, komm. Ey. Gönn mir jetzt, Digga, gönn mir. Ey, fick dich, Micha, Alter. Nein! Oh. Aber ich komm näher ran, ey. Ich hab's jetzt gerade viel häufiger. Die erste Session, wo ich rausfliege, war verflucht, ey. Ey, aber du wirst der Erste sein, der das Ding hier höchstwahrscheinlich mit einem Daumen nach oben bewertet. Wobei, ist ja eigentlich egal, aber dass das einer für mich beendet hat, ne? Ich werde ihm keinen Daumen nach oben geben. Bist du nicht? Nee. Okay, dann bleiben wir bei 0%. Die bleibt bei 0% auf jeden Fall. Aber ich werde der Erste. Wurde die Map schon beendet? Nee, du wirst der Erste sein. Also hoffentlich. Also vielleicht. Wahrscheinlich bist du der Erste, aber ich würde es auch nehmen. Jetzt bin ich wieder T20. Oh, okay, ich bin wieder X21. Glücklicherweise muss man sagen, war der Punkt nicht so schwierig. Ich schaff's so häufig jetzt zu schwarz, ne? Aber der Sprung in Orange rüber, ne? Der ist einfach scheiße, Digga. Der ist einfach scheiße und Schmutz. Aber oh, T20 nein, ist rutschig, ne? Scheiße, ey. Was? Nee, X21. Ja. Okay. Hab ich T20 gesagt? Ja. Ich entschuldige mich vielmal. Haben sich die Mitschatten wieder aufgeregt. Ey, das hasse ich auch! Das hasse ich auch! Und jetzt noch ein 360 mit meinem 3 km/h! Nein! Der Troll hat mich echt böse geruft, ey. Ey! Ich bamm's schon wieder an, das kann nicht sein! Nein! Oh, ich bekomme gerade genau diesen scheiß Sprung einfach nicht hin. Diesen kurz über die Straße rüberspringsprung. Ich lande wieder, aber meine Reifen bleiben dabei kurz hängen und dann fahre ich erstmal nach ganz unten. Aber ich muss ja oben ne. Ich bin 360 machen. Umbaya, my lord. Ich wollte ja in einer der zukünftigen Folgen noch ein bisschen über so eine Rick and Morty Sache reden, ne? Ja. Und du kennst die Folge eh schon. Da geht es darum, dass man seinem schlafenden Ich Aufgaben gibt, die man dann über Nacht machen kann. Und ich finde die Idee so geil, kurz um alle abzuholen. Es gibt eine Rick and Morty Folge, wo die Leute eben schlafen. Oder das ist ja vollkommen normal, dass man schläft, aber man die Zeit, wo man schläft, nutzt, um Sachen zu lernen. Das heißt so, das Undercover-Ich, ne? Geige spielen oder Das Schlaf-Ich lernt dann einfach, während ihr schläft, Sachen, die ihr dann im wachen Zustand auch noch könnt. Und das wäre doch richtig geil, wenn sowas besteht. Ich glaube, sowas gibt es schon, so ein bisschen Undercover. Das heißt, luzides Träumen. Dass man sich nee, das ist was anderes. Ich glaube nicht. Dass man Das ist doch einfach nur, dass du bestimmen kannst, was du träumst. Das meine ich aber gar nicht. Ja, aber du kannst dann ja bestimmen, dass du träumst, jetzt zum Beispiel im Traum, im luziden Traum,
Gitarre spielen lernst oder sowas. Das und geht? Das geht und es hat auch einen Effekt. Ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen. Du kannst im luziden Träumen, wenn du das so hinbekommst, kannst du besser werden im Gitarre spielen. Okay, ich kenne das eher, dass man so Kopfhörer drin hat und dann so Sprachkassetten drin hat, dass man das so im Schlaf so ein bisschen lernen kann. Aber dass man nichts von außen bekommt und das nur für sich selber klar macht, das finde ich krass, weil du musst ja erstmal einen Impuls haben und du musst ja wissen, wie sowas funktioniert. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du selbst im Traum das ja, also... Also du musst dein eigenes Ich wissen, ist ja kein Lehrer. Du musst schon irgendwie wissen, wie man Gitarre spielt. Okay, aber gut. Aber du kannst dann Gitarre spielen üben. Okay, gut. Genau, das ist ja noch was anderes. Aber wenn du keine Ahnung davon hast, du kannst ja jetzt nicht im Traum einfach die französische Sprache... Du kannst ja nicht die französische Sprache lernen, wenn du gar nicht weißt, was Merci heißt. So, ne? Du musst ja schon so... Vielleicht kann man ja im Traum nach Frankreich reisen und... kann dann die Sprache auch. Vielleicht kannst du dann so eine Fantasiesprache lernen. Es gibt ja so Fälle von Leuten, die aus dem Koma aufwachen und auf einmal irgendwie Chinesisch sprechen, obwohl sie noch nie in China waren. Ja, gibt es. Ja, gibt so einiges. Ne? Gibt auch einige, die dann behaupten, als sie kurz tot waren, dass sie sich von oben gesehen haben und wie ein Engel davongeflogen sind. Ja. Ja. Aber, was hältst du von der Idee, einfach deinem schlafenden Ich zu sagen, geh einfach mal trainieren. Geil, also wie in Rick and Morty, lern jetzt, nicht lernen irgendwie Trompete oder so, sondern trainier einfach mal Sixpack oder so, ne? Mach ganz viele Übungen. Ja. Ich bin das erste Mal in Orange! Oh mein Gott! Dann hast du's. Nein, ich muss einfach nur raushauen. Ich würde zum Beispiel auch dann Klavier spielen lernen und sowas. Also Sachen, auf die ich eigentlich selber keinen Bock habe. Okay, warte, oben fahren. Ja, und jetzt langsam fahren. Oh ja! Oh, okay, habe ich! Bist, nur noch rüber. Okay, ich muss das aber irgendwie abtimen da hinten, oder? Ja, ich würde losfahren, sobald das Schild anfängt rüber zu gehen. Oh, ich habe richtig Angst um meine Hose, ey. Digga! Ey, Mopeten-Micha, ich muss das Teil jetzt hier schummeln, ne? Warum? Digga, weil immer, wenn ich über diese Absperrung rüberspringe. Meine Reifen auf der Kante vom Wallride oben hängen bleiben und ich nach komplett unten rutsche auf dem Wallride. Oh, ich habe es! Dankeschön! Die Torx, die sind's einfach, Digga. Die haben mich so brain-AFK gemacht, dass ich es jetzt hinbekommen habe. Also ich würde mein Ich auf jeden Fall ein bisschen Bauch trainieren lassen. Ich würde mein Ich vielleicht eine andere Sprache lernen lassen. Ging. Das wäre, glaube ich, ganz nice. So, genau, einfach... Fick mich! Richtig viele Sprachen. Okay, aber jetzt habe ich, glaube ich, ein Ding. Spanisch, raus. Russisch, Französisch. Den ganzen Bums, ey. Ja, also ich würde Klavier spielen lernen wollen, glaube ich. Ich würde auch ganz viele Sprachen lernen wollen. Ja, und ein bisschen Krafttraining. Ich bin jetzt in der Tube und habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Keinen Bock hat. Du kannst ja mal nichts sagen. Ich versuche es einfach mal hinzubekommen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen. Ich habe dir schon erzählt, was passiert. Ja, was kannst du nochmal sagen? Muss man das rückwärts machen? Auch diese... Ach so! Nee, erst am Ende. Laber nicht. Die Pylone da? Also am Ende erst. Jetzt laber nicht. Digga, jetzt habe ich die Koralle verkackt! Digga, lüg nicht. Muss ich jetzt gerade fahren oder rückwärts? Gerade. Das ist sowas ungelogen. Du musst erst über den Kompensationsparcours, über diese Betonscheiße rüber, mit den beiden Schildern, die da sind, und wenn du dann in der nächsten Tube bist, da rückwärts. Hab ich dir gesagt, dass hinter dem Zeppelin da die... Ach da, Alter! Okay, das... Oh mein Gott, ey, das hätte ich niemals gesehen! Das hat er geil gemacht, ey. Das hat er echt gut gemacht. Der kann einfach gut trollen, ey, der Typ, ey. Scheiße! Aber ja, Frage an euch, Muchachos. Fahren, ja. Was würdet ihr ändern? Was heißt ändern? Was würdet ihr lernen? Was würdet ihr lernen wollen? Klavier ist irgendwie so ein cooles Ding, ja? Nicht geil, so einfach so Tasten, aber noch Anschläge lernen. Aber Klavier würde ich eigentlich ganz gerne Saxophon spielen lernen. Ja, richtiger Jazzer, ey. Ja, Saxophon finde ich richtig geil, ey. Das wollte ich schon damals, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich schon lernen. Aber? Dann habe ich mir rausgesucht, was so ein Saxophon kostet und was Unterrichtsstunden kosten und dachte mir so, okay. Dann hast du noch gelernt, dass du dafür auch was tun musst und dann so, ah ne, muss nicht sein. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ja, aber einfach alles, worauf man keinen Bock hat, kann man dem Schlaf-Ich dann einfach geben. Ja. Ich kann mir echt gut vorstellen,
dass es sowas irgendwann geben wird. Also das ist, glaube ich, nicht so... Das ist totes Sci-Fi, ja? Aber das ist nicht... Sowas wie, dass man irgendwann auf Wolken reitet, so, weißt du? Ja, die Frage ist, ob das geht so von Gesundheit her. Ja, das ist die Frage. Weil eigentlich der Schlaf hat ja schon eine Aufgabe. Ja. Okay, nicht hinbekommen, aber du hast es ja schon relativ weit geschafft. Denk dran, rückwärts zu fahren, Deko. Am Ende, wenn du es irgendwie geschafft hast. Ja, mache ich jetzt. Alter, ich bin gerade fast runtergefallen noch, ne? Ich bin aber beim nächsten Punkt. Sehr schön. Alter, ich habe mich hier 12-mal überschlagen gerade bei der Landung. So 1,5 Meter vom Punkt, von der Kante weg, Alter. Oh. Was ist? GZ? Hey, hier muss man jetzt rückwärts auffahren? Ach nee, hier ist nochmal ein neuer Verwandler. Ah, oh nein, Tesseract oder was? Oh nein, Tesseract. Okay, ich fahr die Scheiße. Ist da eine Koralle am Ende? Ja. Oh. Ich will nicht Tesseract fahren. Nein, ich hab die Koralle verkackt, ey. Das war richtig übel. Ich will nicht Tesseract, Digga. Wir müssen die kompletten Voids bis zu einem Flugzeugpunkt rückwärts fahren, ne? Nice! Aber ich krieg's gerade ganz gut hin. Okay, aber der Warrant geht bis dahin. Nein. Wenn da eine Koralle ist. Micha, Junge! Ey. Es können keine Bremsen drin sein beim Tesseract, ne? Hä? Das ist ja schon mal gut, weil man alles rückwärts fährt. Das heißt, weniger Trollpotenzial ist doch gut. Ja, aber es sind doch überall Bremsen drin. Aber du fährst da rückwärts. Deswegen ja. Weniger Trollpotenzial ist doch gut. Ja, aber du fährst dann den zweiten Teil fährst du wieder vorwärts. Ja, okay. Gut. Du musst nur, das Ding ist, du fährst halt richtig lange rückwärts, dann kommt eine Spirale nach oben. Dann musst du durch Edward-Stangenwand durch, dann musst du einen MG fahren. Rückwärts! Rückwärts, alles rückwärts. Nein. Dann musst du 3 oder 4 Hindernissen, 2 oder 3 Hindernissen ausweichen, wenn du weiter rückwärts fährst und dann kommt der Flugzeugpunkt. Ach du Scheiße, ey. Aber hast du schon mal hinbekommen? Bis jetzt habe ich nur die Spirale hochgeschafft und dann bei der Edward-Wand habe ich verkackt. Okay, ich drück dir einfach mal die Daumen, ja? Wie viele Punkte hast du gerade? Kann ich gerade nicht nachgucken. Ich hoffe, das ist der letzte Jürgen, ey. Scheiße, Mann. Nein! 22 von 28. Im Tesseract rückwärts fahren, Alter, du musst halt so... Ja. Eigentlich die ganze Zeit mit dem Gas spielen, ne? Oh, das wird was, ey. Scheiße, Mann. Du kannst vielleicht deinem schlafenden Ich ein bisschen GTA rückwärts fahren beibringen, dass du da drin so ein richtiger Profi wirst, dass du rückwärts fährst wie vorwärts. Das wär's doch. Das würde ich gerne können. Nein, wieder zu ey. Aber, ey. Da oben, das ist halt richtig fies gebaut schon wieder. Micha ist einfach so ein Sadist auch, Alter. Ich kann hier unten die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Gas spielen, weil der Warride eine geile Krümmung hat. Aber oben bei der Edward-Wand, wo du auf den MG auffahren musst, ist der Warride einfach komplett gerade. Da kannst du nicht vom Gas gehen. Einfach Sadist, Alter. Einfach Sadist. Ja, so ist ja unser Mopeten-Micha, ne? Oh, ich hab's. GZ. Ich hab den MG. Pass auf, ne? Nicht, dass irgendwelche Trolls wieder eingebaut sind. Oh, erstmal ein Deck an Trolls. Hindernisse, Flugzeugpunkt. Ja, ich fahr wieder vorwärts jetzt. GZ? Ich muss mit dem Tesseract mehrere Warwick-Wechsel machen. Oh, okay. Mit Flip-Jumps. Und ich mag den Tesseract nicht dafür. Und ich hab verkackt direkt den ersten. Perfekt! Alter, Digga, ich werd da nie wieder hinkommen. Digga, wirst du hinkriegen. Ich hab halt gerade richtig random die Auffahrt auf den MG sauber hinbekommen. Aber Zufall. Und das wird auf jeden Fall schwierig. Also Digga, der MG ist schon... Das ist schon echt mies, ey. Wallwechsel. Okay, hab ich. Muss man springen? Ich spring einfach mal. Nein! Oh, sag doch, dass am Ende eine Bremse ist, du Lappen! Digga! Ey, du bist so eine Ratte, Alter! Du bist so eine schmutzige Kanalratte, Alter! Ey, du mieser Troll, Arsch! Du Troll mieser Arschfussel, ja? Ey! Außerdem konnte man das echt riechen.
Digga, ich bin einfach davon ausgegangen, dass du sowas nicht angesprochen hast. Digga, du hast alles davor gesagt. Das, natürlich! Ja, ich hab dir alles verraten vorher. Dann sag doch irgendwie nichts dazu. Ja, hab ich auch nicht. Du miese... Ja, bei den anderen Punkten! Ich hab nichts dazu gesagt. Digga, so bin ich einfach davon ausgegangen, gut. Also du hast es sozusagen... Ich hab nicht gesagt, dass es da Digga, dadurch, dass du, dadurch, dass du nichts gesagt hast, hast du dadurch eben gesagt, dass... Ich gesagt, sag doch nichts dazu. Ja, bei gar keinen Punkt dazu, dann. So aus. Ganz oder gar nicht, Alter. Ja, ich hab gar nicht gemacht. Der Punkt davor, Alter. Da hast du doch gesagt, wo die Trolls sind, du mieser Lappen. Dann ziehst ganz durch oder gar nicht, du mieser Lappenkopf. Also, weil ich es einmal gesagt habe, weil ich dir einmal verraten, zweimal verraten habe, was da für Trolls waren, muss ich es jetzt bei der ganzen Map machen. Natürlich! Damit du deine kleine Vagina nicht einsalzt. Oh, du kleine Schamhaarperücke, ey. Ey, aber wirklich, also dass da man konnte die Bremsen sogar sehen oben, Alter. Digga, ich hab's sofort wieder geschafft und hoffe, dass ich jetzt draufbleibe, ey. Und dann werde ich dich einseifen, Alter, mit der Schamhaarperücke, ey. Ich bin gelandet da, ne? Also wenn du den Bremssprung schaffst. Ich bin gelandet, hab mich 12-mal überschlagen und wär fast runtergefallen. Nein, ey. Kannst du da stehen? Ich bin gerade unterwegs. Nein. Richtig. Wow! Die sind verkacken dann. Also zufällig einfach. Ja! Oh. Oh, easy, first try. Digga, wie er da steht, ey! Oh mein Gott! Ist da jetzt noch ein. Ey, ist hier noch ein Troll? Das wäre lustig, ey. Nee. Oh! Gut. First try, aber ich ne? Find's gut, dass du zumindest einen Troll auch mitgenommen hast. War zwar der man am wenigsten hätte mitnehmen müssen, weil es wirklich offensichtlich war. Du bist so ein Schamhaar, so ein Schamhaar-Künstler, ey. Digga, also du hast wirklich mal die Bremsen oben drüber gesehen. Ich hab da nicht drauf geachtet, weil ich die ganze Zeit auf das Gute in dir vertraut habe, ja? Ja. Hä, warum in mir, in Micha? Hast du das Gute in Micha vertraut, das war der Fehler. Nein. Ja. Ich hab M-Schwier geschafft. Ach, nur geradeaus fahren, nicht rüberspringen. Ach so, okay, dann könnte es doch einfacher sein als gedacht. Ich dachte, du musst da so einen Wechsler machen. Wo? Beim M-Ski. Nee. Okay, dann. Aber der M-Ski ist halt genauso breit wie der Tesseract. Okay, checken wir mal. Und wenn du einmal oben drüber kommst, dann olgert's dich raus. Dann könnte es hoffentlich doch leichter sein. Nein! Ich hab den letzten Wechsel verkackt! Digga, der Tesseract ist einfach so ein Schmutzauto für Wallrides, Alter. Ja. Alter, vorwärts, der überdreht sich so scheiße, Mann. Oh, happy day. Du hast zweimal geschafft, du kriegst gleich wieder hin. Ich glaube nicht, Digga, ich sehe ja schon kommen, ich werde die Map nicht beenden. Nein! Oh, Alter, der M-Chi rückwärts, Mann. Geil. Wir haben übrigens einen Kommentar von Freakipedia. Ja. Hatte euch sicher 3-4 Jahre lang nicht abonniert, aber immer auf der Startseite. Ende letzten Jahres habe ich euch dann endlich abonniert und seit sicher 6 bis 8 Monaten landet ihr bei mir einfach nicht mehr auf der Startseite. Gerade gedacht, hey, machen die Losers eigentlich noch GTA-Content? Hätte schon mal wieder Bock drauf. Versteh mal einer den YouTube-Algorithmus. Hallo. Digga, der YouTube-Algorithmus ist halt wirklich... Er mag uns nicht, ne? AIDS, ne? Er mag uns nicht. Also, aber manche profitieren halt davon, ne? Du bist halt als YouTuber, also über 70% der Klicks kommen über den Algorithmus. Und wenn du da halt nicht drin bist, dann bist du gefickt. Wenn du drin bist, dann ist natürlich geil für dich, ne? Weil ganz du einfach geil, richtig geil. Dann lebst du sozusagen im Schlaraffenland. Kannst. Ach, da oben fährst du immer lang? Okay, oh fuck, ich fahr ja richtig falsch, Ist aber auch erst neu, aber ist der richtige Weg. Okay, ich hab's auch. Okay. Digga, oh, fahr langsam, aber sowas fick mich jetzt nicht. Ich versuch. Oh, ich weiß nicht. Einer oben, einer unten, ich fahr oben. Ich versuch ganz oben zu fahren, Deko. Ich versuch ganz. Ich bin ganz. Ich sag die ganze Zeit, ich versuch ganz oben zu fahren und du pimmelst dann genau da rein, Mann! Ey, Digga, weil ich da war, Junge! Ja, ich bin zuerst da. Und ich hab dir gesagt, wo ich bin. Ist mir egal, du hast gesehen, wo ich bin. Ja, dann sag halt nicht, ja, ich fahr auch oben. Hä, wieso auch? Ja, weil ich oben gefahren bin, oder nicht? Das habe ich in den letzten
5 Metern gesehen. Wie schnell soll ich reagieren, Alter? Was für 5? Du guckst die ganze Zeit auf mich. Hab ich so Observationshaki und kann das dann kontrollieren? Digga, er guckt ein... Er fährt rückwärts, Alter. 10 Minuten lang. Er guckt 10 Minuten lang, wie ich fahre. Ich hab dir einfach gesagt, ich fahr die ganze Zeit oben, du sagst nichts. Ich sehe, wie du da fährst wie so ein verrückter Pirat, fährst dann einfach oben lang, ohne immer noch, dass du nichts sagst und fährst in mich. Digga, wie soll ich denn, also, soll ich in die Zukunft schauen, Nostradamus-mäßig? Du sollst einfach nur sehen, wo ich fahre und nicht da fahren. Das war ein Eiertanz, das sah bei dir nicht kontrolliert aus. Nee, war's ja auch nicht. Das sag ich doch die ganze Zeit. Deswegen, wie soll ich denn bitte... Ich kann das nicht kontrollieren, wo ich da fahre. Wie soll ich denn bei so einem Eiertanz, den du da aufgeführt hast, soll ich dann erahnen, wo du dann ich am Ende landest? Ich bin jedenfalls angefahren. Es wäre vielleicht schon mal eine schlechte Idee, wenn du einfach nicht oben gefahren wärst. Du bist da richtig random angekommen, Alter, mit deinem komischen Eiertanz. Ja, also unten war ich nicht. Nein, unten warst du nicht. Da ist ein Hindernis. Da muss ich oben fahren, du Laberkopf. Ich kann mich. Sieh zu, dass du langsamer fährst, sonst wenn ich auf den Sack gehst. Digga, versuch dich da nicht rauszureden, du Schimmel Heinrich, ey. Ich muss mich auch nicht rausreden. Während das Brot, ey. Du hast mich geblockt. Du hast mich geblockt, ey. Du hast einfach zu viel Liebschaften mit Bernd das Brot gehabt, ey. In den Kika-Pausen, in seiner Raucherpause. Ich bin immer noch ein unterhaltsamerer Liebhaber als du, ey. Oh, der hat mir gefallen, ey. Digga. Mann! Bernd das Brot, ey. Ich hab eine scheiß Spirale zu rumzufahren, ey. Okay, ich hab's jetzt auch. Mal schauen, ob das so schwierig ist zu kontrollieren. Wir machen so, bam. Null Kontrolle. Was ist deine Ausrede, ey? Was ist einfach deine Ausrede? Easy weasy. Du hast gerade gesagt, null Kontrolle. Muss ich da rüberspringen? Ach nein, sowas. Nein! Nein, beim letzten! Oh nein! Oh, das ist doch easy, Deko. Okay, Baby, do it. Do it, Baby. Wo ist Deko? Okay, ja, okay. Puh, irgendwie nice, irgendwie nice, irgendwie nice. Nein, oh, ich hab den ersten Scheiße genommen. Fick mich! Nein! Kann ich den noch irgendwie nehmen? Nimm alles! Oh, das ist doch hundertprozentig ein Fake-Punkt, oder? Ja. Ach, fick mich. Oh, ich fahr wieder vorwärts. Oh. Digga, ich werd's eh nicht schaffen, Mann. Doch, kriegst du hin. Sei nicht immer so... Ich muss es schaffen. Ja, aber ich kann das nicht. Und der scheiß Tesseract ist eine Scheißkarre. Nein! Ich hab's. Ja, sehr gut. Und jetzt vorsichtig. Oh. Vorsichtig. Du musst richtig aufpassen, dass du am Ende langsam wirst. Ja, weil du sonst einfach die Plattform rüberschießt. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Fahr langsam rüber. Jetzt fahre ich richtig langsam rückwärts darüber. Ja. Ich muss gucken. Wahrscheinlich muss man irgendwie springen oder sowas noch. Guck's dir an. Check alles ab. Nein. Ey, Micha, fick dich, Alter. Ich bleib jetzt hier. Wieso? Was war. Du fährst die Tube nach oben, danach kommen diese dicken Straßendinger, die du durchsichtig machen kannst. Weißt du, wo du einfach reinfällst? Hundertprozentig ist denn da irgendwo Löcher drin. Ah. Du kannst da mit den. Also, du kannst so 1 Millimeter drauf fahren, um zu schauen, ob da. Ja, Wasser aber ist. Ich komme zuerst aus der Tube. Und die Tube ist nicht anliegend darauf. Ja, was soll ich. Warte mal, kannst du in der Tube runden drehen und darüber springen? Geht das? Ey, Micha. Digga, ich würde am liebsten quitten jetzt, Alter. Butz, ciao. Kann ich quitten, dass die Map abbricht für dich? Nein, du quittest nicht. 300 Jahre später. Hast du's? Hallo? Ich bin wieder da, ja. Okay. Und direkt am Anfang irgendwie den Speed nutzen und direkt rüberballern? Geht auch nicht, ne? Nee, zu Kurven. Okay, der war clean as fuck. Der war jetzt langsamer, so einigermaßen clean. Wow! Achso, wenn... Ja, kannst du nicht. Alter, bin aber auch wirklich Punktlandung rein, ey. Punkt
Landung, ey. Scheiße. Boah. Alter Schwede, ey. Da ist aber schon etwas Lebenskraft aus Nikos Körper entflossen. Digga, also der Troll gerade hat meine komplette Fröhlichkeit abgepumpt, ey. Okay. Ja, Gleit. Aber wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Wir sind bei 25. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt noch ein richtiger Bastard-Gleit. Nein. Okay, ich glaube, das ist ein Troll. Er denkt jetzt wieder Mount Chiliad Rasenmäher. Das zieht er nicht durch. Das zieht er nicht durch, ne. Es wird aber der Rasenmäher erstmal, das kann ich dir sagen. Ja. Muchachos, falls ihr neu seid, ihr kennt den Mount Chiliad Rasenmäher nicht. Seid froh. Alle alten Muchachos kennen es. Es ist einfach legendär. Ich glaube, Deko hat es bisher noch nie geschafft mit dem Rasenmäher. Ja, es ist der Rasenmäher. Ich schau mal eben. Aber es ist, glaube ich, die falsche Seite. Nein, es ist die richtige Seite. Ach, leck mich, ey. Das ist die richtige Seite, ja. Okay. Aber der Punkt ist, nee, ist auch nicht nah dran, ey. Oh, fuck, ey. Ja gut, dann geht's los, Deko. Okay, let's go. Das Ziel ist ganz unten. Ja. Ah, Digga, es geht los, ey. Ganz am Ende, ey. Ganz am Ende, eiskalt, nochmal Rasenmäher, ne? Digga, wir sind schon durch, ey. Wie lange sind wir jetzt dabei? Eine Stunde 10. Eine Stunde 10 und jetzt beginnt der Rasenmäherkram. Alter Schwede. Mit dem man nochmal 40 Minuten brauchen kann. Aber rechts von uns ist so eine kleine Holztreppe. Ich schau mal kurz, ob man da vielleicht hinkommen kann. Vielleicht ist das ja so Plan B, everyone. Digga, das finde ich jetzt echt. Jetzt wird es doch einfach unmöglich gemacht, dass man die Map beendet, ey. Ja, es geht ja. Aber es ist eben. Oh nein, ja. Okay, es gibt den Weg. Man kann ihn, glaube ich, auch seitlich nehmen. Der ist viel, viel einfacher, aber die Frage ist, wollen wir es machen? Wir können es ja erstmal versuchen über den normalen Weg. Das war ja vorher schon eine Lacksache, aber in was für Situation? Hä? Die man ja. Jetzt schon entmountet, Alter. Der war wieder gut. Ja. Oh. Ja, okay. Brems. Oh, ein bisschen kommt auf jeden Fall noch, aber. Ey! Ja, okay, ich seh zwar nichts, aber. Oh, vielleicht? Ja. Digga, Ego-Perspektive, ich bin 3 Meter gefahren in Mountain. Ey, ich glaube, so weit war ich noch nie. Okay, ich bin jetzt aus der Ego aber rausgegangen. Schimmel dich normal! Yo! Nein, brems! Digga. Brems! Ich bin unten. Ich glaube, ich bin unten. Alter. Oh mein Gott. Ich bin auf dem halben Weg oder so. Das war der Ego-Perspektiven-Troll bei mir. Ey, das war der Troll, ist er irgendwo Troll? Nein. Los, mach es wahr! Ich seh nichts. Ich hab irgendeinen Vorsprung erreicht. Digga, du hast es, komm. Noch nicht ganz, aber ich bin nah dran. War hier einfach mal lang. Nein, ich komm da nicht hoch, oder? Okay, ich fahr unten lang. Bin ich unten? Bist du unten? Bin ich unten? Okay, dann darfst du als erstes reinfahren. Warte, wo bist du denn? Ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Pass auf, der Stein der Weisen ist auf jeden Fall noch da. Wo ist der Stein der Weisen? Also wenn du schon beim Rasen bist, dann hast du es eigentlich. Bist du beim Rasen? Nee, noch nicht. Okay. Wenn du noch so... okay. Ich sag mal nichts. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Digga. Aber es sieht eigentlich echt gut aus. Wir haben es geschafft, Digga. Wir haben es eiskalt geschafft. Ist hier noch irgendwas? Wo man weggeheatet werden kann. Oh. Komm, ey, wir haben's. Ich bin bei der Wiese. Oh. Okay, dann hast du's eigentlich. Fahr trotzdem vorsichtig. Hier, kann ich hier links runter? Ja, vielleicht auch rechts. Also, fahr irgendwo lang, wo. Ja, okay, links, ja. Nee, das ist auch ein kleiner Sprung. Oh, wo ist denn kein kleiner Sprung?
Boah, das wird jetzt risikoreich, ne? Also. Hier. Oh, oh, hier, ja, oder? Das sieht gut aus, ja, das sieht gut aus. Und jetzt rutschen, ne? Rutschen. Und dann da durch den kleinen Tunnel durch. Schau dir den Zug an. Ja, geht doch. Okay, man merkt echt, du bist noch nie wirklich den Mount Chiliad runtergekommen. GZ, Digga. Damit haben wir's. Digga, wir sind die Ersten. Wir werden Sieger sein. Also ich würde sagen jetzt einfach nur, also da kann jetzt kein Troll mehr sein, oder? Also ich würde sagen einfach nur die Streeter langfahren. Alter, mein Leben. Es war aber so random, Alter. Das war mein erster Try, wo ich einfach ein bisschen weitergekommen bin. Und die ganze Zeit vorher einfach zerschmettert worden. Oh! Beendet! Nachdem Micha einfach mein Leben und meine Emotionen vernichtet hat. Was für ein krankes Ding, ey. Wir werden die Ersten sein, ey. Ich gebe auch einen Daumen nach oben, ey. Ich werde der Erste sein. Und wir sind auch die Ersten, die diese Map geschafft haben. Von knapp 60 Leuten, ey. Alter Schwede. Ja! Ich hab auch ungefähr 3 Jahre meines Lebens. Oh, ich hab einen Daumen nach unten gegeben. Also aus Versehen. Ich glaube ich auch. Das war nicht auch zu sehen, muss man sagen. Muchachos. Dankeschön für euren Support. Alter. Das war wieder eine Legi-Folge, ja? Über ein halbes Jahr schon im Portfolio gehabt und jetzt ausgepackt. Für euch! Unser Leid ist euer Entertainment, muss man einfach mal so sagen. Dankeschön für euren Support. Daumen nach oben. Muchachos, was soll Micha bekommen für die Trolls? Haut's in die Kommentare. Reingehauen. Oh. Bye bye.